Transparenz für die städtischen Finanzen, Nachtragshaushalt erarbeiten, überschrieben. Einreicher ist die AfD-Fraktion, die auch gleichzeitig einen Änderungsantrag zu ihrem eigenen Antrag einmal vorgelegt hat. Und Herr Lommel, wenn ich Sie bitten darf, das einzubringen. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream. Wir beschäftigen uns wieder mit unserem Haushalt, obwohl er vor einem Jahr verabschiedet worden ist. Und er hat eine Agenda, die nicht schön ist. Zunächst mal ist der Haushalt verabschiedet worden. Und recht kurze Zeit, nachdem er genehmigt worden ist, mit einigen Anmerkungen durch das Regierungspräsidium bzw. Aufsichtsbehörde, kam auch schon kurze Zeit später die Haushaltssperre. Die Haushaltssperre, weiß jeder, was es heißt, und dann kamen dann 3-4 Monate nichts, Disziplin, Oberbürgermeister hat sie dann aufgehoben und dann kamen die Worte, ja, wenn wir eisern sparen, so war die Worte gewesen, dann wird alles wieder in Ordnung geben. Und jetzt erfahren wir dann bei mir war das im Ausschuss für Liegenschaften, Bauausschuss, plötzlich so nebenbei, ja, jetzt werden die Geschäftsbereiche gedeckelt mit 80%. Ohne irgendwie, dann später kam dann eine E-Mail am gleichen Tag oder einen Tag später, ja, angeordnet, um, ich sag mal, den Haushalt doch nicht wieder in eine Haushaltssperre überführen zu müssen, als geringeres und milderes Mittel. Soweit, so gut. Stellt sich die Frage zunächst mal juristisch, ob das zulässig ist. Zunächst mal, Haushaltssperre ist ein übliches Organ, kann man machen. Das andere steht nicht im Gesetz drin, aber nach herrschender Meinung ist möglich. Und jetzt kommt meine Kritik und da möchte ich auch nicht davon abweichen. Was nicht alles, das man machen kann als Oberbürgermeister, musste man auch tun. Er hätte diese Informationsschrift, die er auch ausgegeben hat, an uns auch uns vorlegen können. Und hätte sagen können, lieber Stadtrat, ihr seid ja haushaltstragend und ich habe eine Idee, wie wir hier Haushaltsdisziplin hinkriegen. 80%, das wird dort und dort auch schon so gemacht. Ich möchte euch da mitsprechen lassen. Nein, da wird klammheimlich ein E-Mail gemacht, wird dann irgendwann mal im Ausschuss besprochen und die Sachen sind sozusagen hier Bank. Und meines Erachtens gehört das hier in den Stadtrat zu beschließen. Das wäre der saubere Weg. Und das wäre deswegen auch der saubere Weg, weil wir in Dresden eine Sondersituation haben. Und die Sondersituation liegt auch in der Funktion des Oberbürgermeisters, der zusätzlich nicht nur Oberbürgermeister ist, nein, er ist auch gleichzeitig Kämmerer. Das heißt, er hat, was Ökonomie angeht, eine Machtfülle, die seinesgleichen sucht. Und wenn man da ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte in dieser Situation, also gehabt hätte, dann hätte man das hier meines Erachtens als Vorlage ordentlich im Stadtrat gegeben, dann wäre das anständig gewesen. Das Nächste, was ich sagen muss, ist, ich habe auch ein gewisses Misstrauen mittlerweile, ob auch dieser Haushalt hier tatsächlich weiterhin Bestand haben kann. Wir haben den Wechsel jetzt gehabt zum zweiten Mal, wir haben gerade mal Halbzeit und da wäre es schon ein Zeichen gewesen, dass wir uns ehrlich machen. Ist denn unter der Politik, die wir erleben, die ja von außen vor allen Dingen an die Stadt herangetragen wird durch Aufgaben, die dann auch teilweise nicht bezahlt werden vom Land und vom Bund, können wir dann so mit dem Haushalt weiterleben? Diese Debatte wäre sehr ehrlich. Ich habe einen Verdacht, ich kann es nicht beweisen. Das wird nicht funktionieren, weil die Ausgaben steigen, 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 steigen und es wird herumgedoktert. Wir haben nachher nochmal eine Vorlage, wie durch unsere Gesellschaften wieder Sachen ausgebügelt werden müssen. Ich würde mir wünschen, wenn wir eine ordentliche Haushaltspolitik machen und das geht nur, wenn man sich ehrlich macht. Deswegen gibt es diese drei Punkte von der AfD in Antrag. Das erste ist natürlich, dass wir missbilligen die Art und Weise, wie ihr Haushalt durch den Oberbürgermeister gemacht wird und dass das letztendlich uns gegenüber bitte zur Abstimmung gegeben wird. Das wäre das Erste. Das Zweite wäre natürlich, dass wir eigentlich einen neuen Haushalt bräuchten. Das macht sehr viel Arbeit für die Verwaltung, ich weiß das. Aber wenn ich das abwäge gegenüber dem Misstrauen überhaupt, was ich mittlerweile habe, ob dieser Haushalt wirksam sein kann, dauerhaft, oder der nächste Haushaltssperre, wie er kommt, ist das vielleicht das mildeste Mittel. Es ist in dem Sinne gar kein AfD-Antrag, sondern eigentlich ist ein Antrag für den Stadt,
dass die Stadtverwaltung wieder, dass die Stadtrat wieder die Macht über seine finanziellen Möglichkeiten bekommt und nicht, dass die Verwaltung machen kann, was sie möchte. Dankeschön. So, wird darüber hinaus das Wort gewünscht? Das kann ich nicht erkennen. Ich würde mal von der Abstimmungsreihenfolge es so machen. Wir haben ein negatives federführendes Ausschussvotum. Das wäre zunächst abzustimmen. Hat das eine Mehrheit bekommen, sind wir durch. Hat das keine Mehrheit bekommen, dann würde ich den Änderungsantrag zum Originalantrag zur Abstimmung stellen, dann zur Schlussabstimmung kommen. So, wer dem negativen federführenden Ausschussvotum folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.51 Ja-Stimmen, 17 Nein, keine Enthaltung. Damit so beschlossen. So, wir haben es jetzt 17:51. Wir gehen jetzt in die Pause, setzen 18:25 fort, wie wir es gestern bei der Tagesordnung beschlossen haben, dann mit dem Tagesordnungspunkt 19:15. Und in diesem Sinne ist erstmal die Sitzung unterbrochen.